Es war der Tag vor Heiligabend und der kleine Jimmy hatte noch immer nicht alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Über Wochen war er viel zu beschäftigt damit gewesen, sich auf dem dörflichen Weihnachtsmarkt mit drei Buben einen Glühwein nach dem anderen reinzukippen. Kippen, ja. Kippen gab es dazu auch noch. Die Freunde in seiner Schule hatten ihn schon gefragt, ob er mit seinen 17 Jahren nun auch endlich mal in den Stimmbruch gekommen war. Aber nein, es war nur der Schmock, der seine Lungen bedeckte. Es war also der Tag vor Heiligabend und der kleine Jimmy ging mal wieder in völligem Rausch im Kreis um die drei Buben herum. Für ihn war der örtliche Weihnachtsmarkt tatsächlich riesig. Da fiel es ihm plötzlich wie Schuppen von den tief geröteten Augen. Er hatte noch kein Geschenk für seinen besten Freund, den großen Todd, gekauft. Vor kurzem hatte er noch eine Werbeanzeige in einem Prospekt gesehen. Gesundheitssandalen. Die waren genau das Richtige für den großen Todd. Er klagte nämlich schon seit langem über Fußprobleme. Somit torkelte der kleine Jimmy los und fand schließlich irgendwo zwischen einem Haufen von Birkenstockschuhen die perfekten Gesundheitssandalen. Und weil er nicht so sein wollte, kaufte er auch noch ein schönes, frisches Paar Tennissocken für den großen Todd. Weihnachten war gerettet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Latecasts hier auf SIG Enterprises. Ich habe natürlich noch einen Kameraden dabei, der irgendwie auch hier ist. Hallo? Ja, wie immer derselbe. Hi. Genau, hi. Und wir reden heute nochmal so ein bisschen hier über diverse Themen. Und zuallererst muss man ja mal sagen, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung, wenn überhaupt. Ich fühle mich etwas ausgebrannt. Wie immer liegt auch kein Schnee da. Somit finde ich, kommt auf wie immer nicht wirklich Weihnachtsstimmung auf. Ich hätte gerne wieder eine weiße Weihnacht. Aber ich weiß jetzt schon, dass es höchstwahrscheinlich dieses Jahr wieder nicht klappen wird, wie immer. Ja, ja. Vor einer Woche war ich ja noch in Portugal und bin im Meer schwimmen gegangen bei 20 Grad. Somit ist das auch vielleicht da dran zu schulden. Wer da genaues zu sehen will, es kommen Vlogs oder sind wahrscheinlich dann jetzt eins schon gekommen. Ist bereits da. Genau, das erste ist bereits da, aber wenn wir das auf, also wenn das veröffentlicht wird, dieser Tag, sind ja schon alle da. Ganz egal. So. Ich bin, keine Ahnung, also wenn das Jahr jetzt so zu Ende geht, dann lässt man das ja auch immer so ein bisschen Revue passieren und so, ne, und denkt sich so, ah, 2016, und dann denke ich mir immer so, ah, nee, ich muss es anders erzählen. Ich bin vorhin dann noch aus Düsseldorf wieder nach Münster gefahren mit dem Zug, und der schöne RE2, der da immer hin und her fährt, und keine Ahnung, ich saß dann so, dauert so anderthalb Stunden, und hab die ganze Zeit gedacht, wie scheiße das Jahr eigentlich gelaufen ist. Also jetzt nicht für mich persönlich war es so ein Medium-Jahr, aber sondern halt so weltlich gesehen. Das ist unfassbar beschissen, wie, ja. Also angefangen ja mit der ganzen, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht nur, um in die Richtung zu gehen, aber diese ganze Böhmermann-Sache und so mit Erdogan, das ist einfach lächerlich, weil Erdogan ist einfach ein unglaublicher Spaß. Und es wurde jetzt in den letzten Monaten ja noch mal ein bisschen krasser, ne, von wegen so irgendwelche Presse festhalten und so und Leute nicht aus dem Land ausreisen lassen und hast du nicht gesehen in der Türkei. Und man überlegt ja noch so, sollen wir die Türkei mal in die EU und so, das wäre ja vielleicht. Und dann kommt das und dann, ja, nee, fuck it. Und keine Ahnung, dann, was mich unglaublich enttäuscht hat, der Brexit, Junge, das war einfach so Schock Nummer eins, wo ich so dachte, mein Gott, das wird eh nicht passieren, sage ich so am Abend davor, ne, am Abend der Wahl, da überhaupt, ja, das kommt nicht zustande, keine Sorge, die sind nicht so doof. Ja, was ist passiert? Sie waren so doof. Und um das Ganze noch zu krönen, war dann, wie konnte es passieren, dass die USA seriously Trump gewählt haben? Das war einfach so unfucking fassbar. Da muss ich jetzt mal kurz dazwischen schneiden. So. Ja.
Ich habe dazu nämlich ein sehr lustiges und ein sehr passendes Bild, was einfach nur super ist, dass man vielleicht der Beschreibung entnehmen kann oder wenn man das Video schaut, direkt im Video sieht. Aber ich liebe ja Altart, muss ich sagen. Ich finde, der hat unglaublich coole, relatable Sachen da zum Teil. Und das war auch sehr nice. Also da musste ich auch herzhaft lachen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, genau, das ist nämlich mein Problem. Ich bin ja generell, keine Ahnung, habe ich immer so meine Probleme mit der Menschheit, ja. So von wegen, sollte man ihr vertrauen? Wahrscheinlich nicht. Aber andererseits bin ich auch so ein Idealist, der immer versucht, an das Gute im Menschen zu glauben und immer wieder enttäuscht wird. Und dieses Jahr war es besonders schlimm. Und keine Ahnung, ich bin unglaublich frustriert. Es ist unfassbar dumm gelaufen alles. Und ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Die räumen da jetzt nochmal so ein bisschen auf und von wegen so, hat der irgendwelche russischen Leute engagiert, damit die den wählen und bla, beziehungsweise die Wähler beeinflusst und shit irgendwie bei Trump. Keine Ahnung. Und der Obama ist ja noch im Amt und bis, keine Ahnung, Februar, glaube ich, oder so. Und will der da jetzt nochmal klar einen Tisch machen. Aber ja, es ist unfassbar. Unfassbar. Ja, ein krasses Jahr geht zu Ende. Ich will eigentlich immer sagen, es kann ja nur noch besser werden. Nee, stimmt eigentlich auch nicht. Es kann immer noch viel schlimmer werden. Ja. Ja, Trumpland. Nach unten gibt es meistens immer keine Grenze. Oh, ich sollte vielleicht noch kurz, ja, den Timer starten, damit wir unsere Episodenhaftigkeit hier beibehalten. Oh, im Latecast, denn das ist ja der Clou, dass wir immer Parts machen. Das ist ja jetzt der zweite Latecast. So, ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen? Ich wollte einfach nur allgemein, ich könnte mich da schon lange drüber aufregen, aber ich weiß nicht, ob der Polytalk jetzt wieder so sein muss. Vielleicht kommen wir da trotzdem so oder so nochmal drauf, aber... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Insgesamt ist es schon ziemlich shit so im Moment. Ziemlich aber shit, aber eigentlich ist mir doch egal. Keine Ahnung, ich denke schon, dass das Ganze sich irgendwie regeln wird. Da bin ich relativ zuversichtlich. Es hat es bisher eigentlich immer getan und ich glaube auch nicht, dass alles so schlimm wird. Ja, gut, hat es bisher immer getan und dann haben sich Menschen gegenseitig umgebracht. Ja, ich meine, in gewisser Weise ist es so der Standard Course of Action, der schon hier seit Jahrmillionen herrscht. Ne? Also somit, also keine Ahnung. Nein. Da kommt wieder der Idealist raus. Was kann nicht passieren? Das darf nicht passieren. Ja, die Menschheit muss Standards erfüllen. Die kann doch nicht einfach da hingehen und sagen, da finden wir jetzt voll scheiße und deswegen wählen wir jetzt Protest Trump. Und noch mehr, ja, um mal auf 2017 schon mal hinzuweisen. Jetzt, keine Ahnung, davor war ich ja schon skeptisch, ne, Bundestagswahl und so. Jetzt bin ich richtig am Sack. Ja, ich persönlich... Ich bin ja kein Stammwähler oder so. Ich muss echt selber auch überhaupt erstmal überlegen, wen ich denn wählen werde, weil aktuell sieht es halt sehr mediocre aus, überall. Aber keine Ahnung, wenn halt die AfD und shit, bin ich mal gespannt, sich das dann auch nochmal wieder hochschaukelt, weil das ist ja ein ongoing Prozess. Fun Fact, by the way. Die gute Frau Petri, ja, wollte vor geraumer Zeit ja in eine Stadt in der Nähe von Münster kommen. Und dann gab es bereits wie immer die Gegenbewegung. Und dann wollte ich dann mit hin. Was passiert? Hat aus, ich glaube, es war aus Krankheitsgründen oder so, 2 Tage vorher oder so, abgesagt. Oh Mensch. So. Naja. Es war ja eine Kundgebung, so wie immer in Anführungsstrichen. Aber gut, bei der ganzen Debatte bin ich immer wieder so, keine Ahnung, da wundere ich mich wieder, wie unreflektiert manche Menschen scheinbar sind, aber wie, keine Ahnung, andererseits denke ich mir auch immer so, bei manchen, da steckt, glaube ich, auch in der ganzen Debatte unglaublich viel Frust von verschiedenen Parteien hinter, die das dann einfach irgendwie da, also jetzt nicht Parteien, politische Parteien, sondern verschiedene Menschengruppierungen, die da das irgendwie meinen, rauslassen zu können und zu müssen. Und ja, weiß ich nicht, weil ganz so toll geht's ja nicht allen. Und mit der ganzen Flüchtlingskrise, die auch immer so ein bisschen aktuell wieder unter den Tisch fällt, so, ich meine, vor allem das ganze Thema Integration ist halt wieder so, weiß ich nicht, also wenn das wieder so läuft wie in den 80ern, dann ist das halt irgendwie blöd, weil
haben wir gesehen, so, dass es teilweise nicht ganz so geil ist im Nachhinein. Deswegen müsste man das jetzt eigentlich mal gepflegt regeln. Und ich leiste meinen Beitrag. Jeden Flüchtling, den ich sehe, ja, behandle ich prinzipiell eigentlich extra nice, weil ich mir denke, der muss sich ja hier wohlfühlen und dann macht er auch irgendwann coole Sachen, keine Ahnung. So prinzipiell, aber gut. Genug davon, ich will jetzt nicht mehr über diese ganze Schiene reden, weil ich mich irgendwann dann wieder nur darüber aufrege. Rege ich mich lieber über was anderes auf, nämlich, du kennst sie ja auch, wir haben darüber schon oft genug geredet, die Rekruten. Ach so. Hab ich mir auch aufgeschrieben. Die habe ich mir tatsächlich noch gar nicht angesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe bisher nur einmal den Trailer gesehen und den fand ich so, okay. Da, also was ich öfters immer sehe, ist der eine Kerl mit seiner komischen Treppe, die er da putzt. Und gut, dadurch, dass ich mit dem Kerl keine weitere Verbindung habe und so, ist es für mich halt so super mega sparwitzig. Oder, na eigentlich, es geht, es ist halt einfach so, ich weiß, ich habe sie bisher noch nicht gesehen, ich bin relativ neutral, weil eigentlich mag ich tatsächlich den Bundeswehrkanal sehr gern. Auch wenn der ja hin und wieder immer gerne kritisiert wird, aber ich finde, dass er zum Teil echt ganz gute und informative Videos hat und die auch vergleichsweise professionell geschnitten sind, was im Generellen, muss ich, was das angeht, sagen, dass da die Bundeswehr gefühlt deutlich bessere Karten hat oder es besser drauf hat als manche andere Institutionen, die staatlich sind, wenn es irgendwie so um Social Media Auftritt geht. Ich finde, das haben sie eigentlich meines Erachtens ganz gut hinbekommen. Und mit den Rekruten, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Ich werde sie mir höchstwahrscheinlich auch nicht geben, weil es mich an sich jetzt nicht so interessiert, weil ich nicht mehr vorhabe, zur Bundeswehr zu gehen. Und ja, keine Ahnung, ansonsten schaue ich mir immer gern die Classics an, die sie bringen. Die Classics? Halt, wenn sie, ja, die mag ich sehr gern, weil das sind immer diese ganzen alten Sprecher drin. Wundervoll. Und oder halt die generell so Informationsvideos. Und hin und wieder haben sie auch so 60-Sekunden-Format, wo sie dann halt irgendein Kriegsgerät kurz abhandeln. Und also ich mache jetzt gleich mal wieder den Til Schweiger, ja? Hassmodus an. Nee, seriously. Wie kommen sie auf die Idee, ganz davon abgesehen, dass ich das Perspektive eines selbstschaffenden Menschen irgendwie ganz schön einfach viel zu sehr fresh und ja und überhaupt so finde, ja, das finde ich ja sowieso immer furchtbar, finde ich es einfach eine unglaubliche Frechheit, dass sie hingehen, und das funktioniert ja teilweise auch noch, das ist das Schlimme, dass sie eine Marketingkampagne mit unglaublich viel Budget starten, ja, um quasi Vlogs aus der Grundausbildung zu machen, auf extra fancy und fresh, obwohl da eigentlich totale Scheiße passiert. Der eine wird in einen Raum gesteckt und muss so eine unfassbar sinnlose Aufgabe bewältigen. Er muss Kleiderbügel zählen. Wow, schön, toll, super Job. und das irgendwie als fresh und fancy zu verkaufen und allgemein, dass die Tatsache, dass du zum fucking Soldaten ausgebildet wirst, so lächerlich zu machen, ist halt einfach nicht cool. Das ist halt einfach gar nicht cool. Und ich meine, du stehst, wenn du kannst im Bund auch einfach so rein, wir kennen das ja aus vielleicht nächster Nähe und so, der Eddie hat ja zum Beispiel auch gesagt, als Insider hat er erzählt, dass die Kaserne, die wir da zeigen, einfach eine der nicesten ist, die überhaupt so haben, und die anderen alle scheiße sind. Zweitens, dass so Leute, die Sachen sagen würden, wie die Rekruten es da in ihren Vlog-Aufnahmen sagen, sofort auf die Fresse bekommen würden von den Vorgesetzten teilweise, und dass das ja so gar nicht sein kann, also auch noch nicht mal den Realitätsanspruch irgendwie hat, wie es ein Vlog ja theoretisch eigentlich halbwegs haben müsste zumindest, aber egal. Und es ist einfach eine unglaubliche Frechheit, ist, dass sie den Krieg und was du da eigentlich machst, wenn du zum Bund gehst, um zum Bund zu gehen und nicht irgendwo zum Bund gehst, um IT-Fachmann zu werden oder was weiß ich, ne, Koch oder so, das machen die auch alles, und das ist ja irgendwie auf eine Bildungsart mehr oder weniger sinnvoll, aber dass die dann sagen so, yo, also ja, du stehst vielleicht in 2 Jahren in Syrien oder was weiß ich, ne, so wenn die da jetzt Truppen hätten, das ist ja jetzt rein hypothetisch. Und das politisch jetzt mal ganz außen vor. Du stehst in einem scheiß Kriegsgebiet. Ja,
Machst du da noch einen Vlog? So, hey, yo, Freunde, ich wurde gerade ins Bein geschossen. Ich gehe jetzt ab in ins Zeltlager. Geil. So, das finde ich halt einfach, ist eine unglaubliche Frechheit. Und ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ich sehe das jetzt persönlich nicht so eng. Ja doch, weil sie nämlich die dummen Leute, die oder die leichtgläubigen 16-Jährigen, die sich dann da schon bewerben können, so ungefähr, halt dann denen das so verkaufen. Und das finde ich einfach, geht gar nicht. Und dementsprechend ist das nicht cool. So, weil das ist einfach so, hey, was gefällt den Jugendlichen? Wie können wir neue Rekruten bekommen? Ja, wir machen jetzt eine Vlog-Werbekampagne und kriegen dafür voll viele staatliche Gelder. Geil! Nee. Aber gut. Quäl mal lieber deinen Stift nicht so. ja, keine Ahnung. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, muss ich jetzt gestehen. Ich finde, wer auch immer... Hörst du das? That's the sound of an angry pen. Okay. Wer auch immer halt dort zum Bund geht, der wird früher oder später merken, dass es nicht unbedingt Zuckerschlecken ist. Und dass man halt da halt seinen Vorgesetzten hat, der einen in Grund und Boden brüllt, wenn man Zeug nicht so macht, wie der mal. Ja gut, das ist jetzt auch kein soll. Steph Sargent, ja, wie jeden diversen Kubrick-Film oder so. Also, keine Ahnung. Nee, klar. So krass ist es auf jeden Fall nicht, aber es ist schon halt, also keine Ahnung, kannst du zum Beispiel nicht leisten, irgendwie öfters mal irgendwie zu spät aufzustehen oder so. Das treiben die dir ganz schnell aus. Das machst du nicht lang. Und so Zeug, ja. Also keine Ahnung, und das merkt man, wenn man zum Bund geht irgendwann, ob es etwas für einen ist oder nicht. Und ich glaube halt einfach, dass sie im Generellen versuchen, mehr Leute dahin zu bringen, aber ja. So, liebe Zuschauer, nach einigen technischen Problemen, die mich jetzt aus der Stimmung geschmissen haben, machen wir jetzt einfach etablieren wir unser neues Prinzip. Wir haben uns überlegt, wir machen ja immer schöne Pausen, so wie jetzt gleich. Und vor diesen Pausen werden wir vielleicht jeweils oder vielleicht auch mal nur einer, je nachdem, ist ja relativ vain, eine kleine Musikempfehlung abgeben und vielleicht dazu noch ein bisschen kurz was erzählen. Ja, genau, dann machen wir eine Playlist auf YouTube, hoffe ich. Und ich habe auch überlegt, auf Spotify, aber da weiß ich noch nicht. Erstmal gibt es nicht alles auf Spotify, ich glaube vor allem, was du hast. Aha. Und zweitens würde ich ungern, dass ihr meinen, weil ich benutze Spotify über Facebook, dass ihr meinen Dings da alles seht. Dementsprechend müsste ich, wenn, dann einen Weg finden, um das anonym quasi die Playlist euch zur Verfügung zu stellen, aber das wird sich vielleicht mit der Zeit noch etablieren. Erstmal schaut ihr in die Beschreibung, da findet ihr eine YouTube-Playlist und dann könnt ihr euch das dort geben, wenn ihr denn wollt. Genau, ich weiß nicht, willst du jetzt erstmal eins machen oder ich oder beide oder? Mir ist das wurscht, wie es dir lieber ist. Ja, fang ruhig mal an, hau einfach mal aus, was du so für geile Tracks. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller, wenn du anfängst, weil dann weiß ich, wie du es dir vorstellst. Oh, okay. Ja, ich sag jetzt einen Song. Okay. Ich habe mir einige aufgeschrieben. Aber ich mache ihn hier zuerst. Das könnte dir vielleicht sogar auch noch was taugen. Könnte ich mir sogar vorstellen. Wie ja viele wissen, es ist jetzt Weihnachtszeit. Ja, man muss ein bisschen runterfahren. Da braucht man auch mal ein paar ruhige Tunes, ja, um, wenn man im Zug fährt, einfach mal abzuschalten und 7 Minuten nur geiles Klavier zu hören, ja, ohne irgendwas anderes. Und das ist richtig nice. Dazu habe ich sogar eine Geschichte zu dem Track. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, wahrscheinlich auch nicht, habe ich zu unserem Abiball damals, war ich mit ein paar Freunden aus der Stufe, haben wir eine Band gemacht und haben dann da krass gespielt, so eine Stunde. Ensemble? Nein, eine Band. Die Ensemble-Zeiten waren längst vorbei. Ja, war ich schon retired. So, haben wir eine Band gemacht und haben da dann auf der Stage krass performt und haben sogar relativ viel Lob bekommen, habe ich, ja. Und es war ganz cool und eigentlich wollten wir auch seitdem nochmal gemeinsam spielen, hat sich aber leider noch nicht ergeben. Ganz egal. Und da haben wir dann halt am Anfang gebrainstormt, so, was spielen wir denn? Und letzten Endes haben wir diesen Song leider nicht genommen, aber einer von denen ist halt ein ziemlich guter Klavierspieler und der hat es dann halt gespielt und ich kannte das vorher gar nicht. Song heißt E-Journey,
Ja, und von Ludovico Einaudi. Sicher, dass du nicht hättest besser einen anderen Song auswählen sollen. Nein, das, ich finde, wenn man sich das anhört, man muss nämlich, so, und dann hat er es gespielt und dann der andere Kollege mit Cajon noch so einfach spontan eingestiegen. Ich hatte absolute Gänsehaut, es war absolut geil. Und man muss den Song wirklich, das ist, man braucht eine ruhige Minute dafür, beziehungsweise 7 ruhige Minuten, ja, muss man sich wirklich geben. Es hört sich jetzt speziell an, also vielleicht ist es einfach geil. Es ist einfach geil. Und ja, wenn ihr mal wieder Zug fahrt oder so, gebt euch das. Ziemlich cool. Kann ich das sehr empfehlen. E-Journey. Ab sofort in der Playlist. Oh. Wie nennen wir die eigentlich? Werden wir vielleicht noch festlegen. Gut. Dann irgendwie, was weiß ich. Sicke, sicke Empfehlungen. Sicke Tunes. Oh, ja. Sicke Tunes, ja. Ab sofort in der Playlist Sicke Tunes. Oh. Kurze Pause jetzt, bis gleich. Ja. Der Latecast mit Silas und Arvid. Und damit heißen wir euch wieder willkommen zurück beim Latecast Nummer 2. Oh yeah. Ja. Ja, genau. Das passt ja auch ganz gut, weil jetzt gerade das ist tatsächlich nicht so früh. Ja, stimmt. Das ist Zeitpunkt der Aufnahme, 10 vor 10. Das ist schön, am 3. Advent übrigens, vor dem 3. Advent. Bei mir ist es der 21.49 Uhr, also 11 vor 10. Jetzt hat es umgeschlagen. Dummer Spast. Ja, aber ich musste diesen Moment noch schönen 3. Advent, ruinieren. Dummer Idiot. Ja, es ist, ich habe immer keine Ahnung, wann der Advent ist. Immer am Sonntag. Aber wann es beginnt und so, immer keinen Plan. Weil ich so feiertagsmäßig und so habe ich schon komplett aufgegeben. Das macht alles mein Handy. Also du komplett aufgegeben. Du bist doch derjenige, der teilweise nicht mal weiß, was für einen Monat wir gerade haben und welcher Monat auf welchen folgt. Ja. Und das mit 21. Das ist halt schon traurig. Ja, ich meine, ist ja nicht so wichtig. Und wenn sich mein Handy das merkt, dann muss ich es ja nicht tun. Na, womit könnte ich denn anfangen hier? Ich habe, was ich noch ansprechen wollte, wo wir, glaube ich, auch an sich relativ schnell durch sind, aber was ich gesehen habe, ist, oder was mir letztens gezeigt wurde in der Arbeit, ist, DJI hat eine neue Drohne rausgebracht oder bringt eine neue raus. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die schon verfügbar ist. Und sie nennt sich Mavic, M-A-V-I-C. Und sie ist ziemlich cool insgesamt, denn sie ist sehr klein, soll scheinbar wasserdicht sein, so wie ich das mitbekommen habe, ist so faltbar und einfach mal wieder eine neue Drohne von DJI, die das ja anscheinend ziemlich cool drauf hat. Ja, die hat dein allseits beliebter Lieblings-YouTuber Casey Neistat auch schon getestet. Oh. Den ich ja tatsächlich ziemlich fresh finde und der jetzt leider keinen Daily Vlog mehr macht. Aber ich kann euch nur sehr empfehlen, euch das Vietnam-Movie von ihm nochmal anzuschauen, wo er mit seinem Sohn durch Vietnam gecruised ist. Ist auch ziemlich fancy. So, ich dachte, es kommt irgendwie so militärmäßig. Wer weiß? Vietnam Warum? Ist so vorbelastet. Hä? Ja. Du hast ein bisschen zu viel Apocalypse Now gesehen, da habe ich das Gefühl. Ich war auch schon da in der Ecke. Das ist halt schon ziemlich friendly. Ach, egal. Nevertheless, oder könnt ihr euch übrigens auch die Vlogs anschauen, wie ich in Thailand und Kambodscha und so war. Ja. Krass, ne? Der Papa war da unterwegs. Nevertheless, genug von Casey Neistat. Ja, die Drohne ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich fresh, was ich da von ihm gesehen habe und so. Und vor allem halt super accessible, von wegen so, yo, jetzt packe ich die mal kurz aus und dann nicht so wie die Phantom 4 oder so. Halt schon ganz cool. Ja, ich in gewisser Weise hätte ich auch schon seit Ewigkeiten gerne mal eine Drohne, weil ich Drohnen unglaublich cool finde. Und was es mir besonders angetan hat, ich weiß nicht, ob du die kennst, ist die deutlich teurere Drohne von DJI oder ich glaube die teuerste im Generellen, die sie anbieten. Oder war zumindest damals die teuerste, weil es gibt jetzt nämlich scheinbar auch eine zweite Version, wie ich heute eben erfahren habe, nachdem ich nach der Mavic nochmal gesucht habe. Und das ist die Inspire. Ich weiß nicht, kennst du die Inspire? Oder hast du da ein Bild davon? Ich kann dir mal theoretisch ein... Ja, ich gucke schon selbst. Oh, okay.
Ja, auf jeden Fall finde ich, sieht die halt einfach unglaublich cool aus. Vom Design her allein schon taugt die mir total, weil die aussieht wie so ein, ja, so ein Fighter-Ding, Spacecraft from the future und so. From the future. Das ist richtig, ja. Da muss ich immer an irgendwelche Filme denken, genau. Filme meine ich natürlich. Filme. Oh. Ja, sowas wie was weiß ich, wie hieß nochmal der eine Film da mit diesem komischen Space-Kubus, der und den ganzen was? Klonen? Space-Kubus. Aber das ist jetzt eine sehr vage Beschreibung. Ich weiß, Oblivion meine ich, genau. Oder war es ein Space-Dreieck? Ich wollte schon sagen, Tom Hanks. Dings hier. Ja, Mission Impossible. Ja. Ja, das Oblivion. Genau. Nicht Oblivion. Ja, Oblivion. Das ist ein bisschen zu viel. Oblivion. Übrigens, Oblivion, das, ja, für mich natürlich auch aus nostalgischen Gründen das beste Elder Scrolls, ab sofort backwards compatible für Xbox One. Stimmt. Fuck, und ich hab's zu Hause liegen lassen, ich hab's jetzt schon wieder nicht mitgenommen. Oh, Jesus Christ. Ich würde gern Morrowind mal spielen, das habe ich auch noch nie getan, weil Morrowind... Das habe ich noch auf einer GameStar-Disc von vor 15 Jahren, die Vollversion. Ja, weil das damals einfach noch sowas noch hatte, so Zeitschriften. Nee, es ist halt einfach nur sehr sperrig heutzutage, weil du halt keine Sprachausgabe hast und nur Text. Oh. Und, Ja, ich weiß nur, weil bei, also was ja immer so moniert wird und was ja, finde ich, auch nochmal im Vergleich zum Beispiel zu Oblivion, von Oblivion zu Skyrim auch deutlich schlechter geworden ist und eigentlich im Generellen immer schlechter wird, finde ich, in den Elder Scrolls Spielen, ist, dass du immer weniger denken musst. Also ich meine, bei Skyrim war es ja extrem. Die, in Anführungsstrichen, Rätsel, die da drin vorkamen, waren ja echt ziemlich traurig. Und was auch nochmal ein großer Unterschied ist tatsächlich, was mir auch mal aufgefallen ist, wenn man nämlich ausmacht, dass der Marker, der Questmarker, direkt über den Leuten erscheint, sondern wenn du sagst, oder über den Objekten erscheint, sondern wenn du einstellst, dass er nur im Kompass erscheint, dann wird das Game nämlich mal wieder deutlich schwieriger, weil du nicht einfach nur, oh, da ist ein Marker, da gehe ich hin, sondern du musst ja auch dir mal überlegen, worum geht's eigentlich gerade, was suche ich überhaupt, warum suche ich irgendwas. Ach, und dann mal ein bisschen rumschauen. Und das war ja ziemlich cool auch in Oblivion. Ja, das war ja für mich... Oblivion. Ich muss das so sagen. Es tut mir leid. Eine der größten Stärken von Oblivion. ich habe gleich eine gute Überleitung, die muss ich mir schon mal aufschreiben. Von Oblivion. War ja die größte Stärke, fand ich auch noch im Nachhinein. Vor allem, ich bin gerade völlig überfordert hier mit dieser Überleitung aufschreiben und so, dass die Quests einfach so geil waren. Vor allem nicht unbedingt, die Hauptquest war ja auch so wie immer bei Elder Scrolls oder auch bei Fallout immer so, naja, schon ganz nett, aber irgendwie jetzt nicht der heiße Scheiß. Die Nebenquests waren teilweise so geil und haben so kleine, dumme Geschichten erzählt. Fand ich unfassbar nice. Wirklich, also das ist echt Premium. Das muss man sich, kann man sich jetzt nochmal geben. Jetzt auf Xbox One auf jeden Fall ziemlich cool. Und was Oblivion auch noch hatte, was ich nochmal hinzufügen muss, ist Shivering Isles. Und zwar haben sie es auch versucht irgendwie mit, was weiß ich, Somerset, Blader, Schüssel in Skyrim wieder so ein bisschen nachzumachen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, Shivering Isles war einfach so geil. Warte, hast du nicht letztens gesagt, dass du es noch nicht durchgespielt hast? Habe ich auch noch nicht. Ja. Also hast du gar kein Recht, darüber zu urteilen, ja? Ne, aber gut, Questbeispiel, da fällt mir nämlich auf Shivering Isles, das war, glaube ich, aber sogar in der Main-Quest. Shivering Isles, ziemlich geile Quests fand ich damals, also es hat mich damals, halt sehr irgendwie geflasht, fand ich. Es war halt einfach ein geiler Moment, wo du, die schickt ja dann, ich weiß gar nicht, ob es Sheogorath ist oder so, der Gott des Wahnsinns, schickt dich dann irgendwie los und dann musst du in so ein Dungeon und dann kommen da ganz viele Abenteuer rein und du bist immer der Typ, der oben drüber steht und entscheiden kann, was als nächstes passiert. Also so drei Knöpfe oder so und dann kannst du sagen, okay, der soll jetzt bla oder so oder beziehungsweise beim ersten Mal weiß man, glaube ich, noch gar nicht, was bei welchem Knopf passiert und dann passieren da so total absurde Sachen irgendwie. Der eine wird verzaubert, greift dann den anderen an oder so und du guckst, im Prinzip guckst du nur den NPCs zu, wie die, aber das ist, fand ich total geil, fand ich total cool. Ja. Es ist auch tatsächlich ziemlich nice. So, und jetzt, ja, mach dich gefasst auf die Überleitung des Jahrhunderts. Apropos Oblivion.
Wusstest du, dass in Oblivion, ja, in der englischen Version natürlich der Kaiser Uriel Septim von Patrick Stewart gesprochen wurde? Und ich muss ja nochmal zurückkommen auf etwas anderes, was auch mit Patrick Stewart zu tun hat, nämlich auf Data und Picard. Ja. Oh, damn. Snap. I can't believe you've done this. Ja, vor allem kann ich es wirklich nicht glauben, dass du mir das angetan hast, weil ich gerade drüber hinweg war. Ich hatte es gerade vergessen, das Data. Ich hatte es schon seit 2 Wochen existiert. Nicht mehr. Aber wir müssen das ja den Leuten nochmal erzählen, ja, den paar wenigen, die uns vielleicht noch verfolgen, die vielleicht ein bisschen verwirrt waren, was Data und Picard überhaupt ist. Data und Picard ist ein Video von, der Channel heißt Pogo, glaube ich, ja. Ja. Und es ist im Prinzip ein Musikvideo, mit was zusammengeschnitten wurde aus Szenen bzw. Audio. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, Pogo macht durchgehend immer sowas. Der macht es für viele Filme und alles andere, dass er sich halt so Samples nimmt aus einem Film zusammen, also aus Filmschnipseln. Und das dann zusammenschneidet, dass es dann irgendwie ein Lied ergibt. Und meistens, finde ich, wirkt das irgendwie, also ist nicht so mein Style, weil es irgendwie sehr konfus dann zum Teil wird, ja. Und halt das Gesagte nicht sehr viel Sinn ergibt. Aber hin und wieder schneidet er auch irgendwie Sachen so zusammen, dass sie zumindest so halbwegs zusammenhängend sind. Und dann scheinbar macht er auch immer mal wieder ein Video dazu. Also und zwar nicht, also er macht immer Videos, aber wir sind auch immer noch auf YouTube, aber halt nicht immer eins, wo er drin vorkommt oder so, sondern oft halt nur die Bilder oder die Filmszenen, die zu den einzelnen Samples gehören, einfach so wirr zusammengeschnitten, wenn man so möchte, dass sie halt dann in irgendeiner Weise ein Lied oder irgendwas Rhythmisches ergeben. Aber wenn es eben irgendwie scheinbar Sinn ergibt, dann macht er auch ein Video, das halt explizit, also nicht aus den Filmschnipseln besteht, sondern das nur für diesen Song gedreht wurde. Und das hat er getan für Data und Picard. Und zwar ziemlich gut. Um das nochmal zu sagen. Genau, Data und zwar, Picard ist Star Trek. Ja, also, ja, für alle, und zwar ziemlich gut im Sinne von nicht, dass jetzt das, was da drin zu sehen ist, weltbewegend wäre, aber dass alles, was da drin ist, eigentlich Greenscreen ist und es mich immer noch hardcore flasht. Ha, verstehst du mit Beleuchtung und Flash? Nein, okay. Ja, du hast ja noch nicht Beleuchtung gesagt gehabt, deswegen hat das jetzt für andere Leute wieder keinen Sinn gemacht. Ja, aber es sollte darauf hinauslaufen. Dass die Pointe quasi vor dem Ende des Witzes gebracht, so ungefähr. Weil ich sie bereits wusste. Ich musste bereits lachen. Und ist mir sehr spontan aufgefallen. Egal. Gut. Oh Gott, das ist gerade wieder alles so konfus, was wir hier reden. Ja. Was ich sagen wollte, ist, dass seine Beleuchtung unglaublich krass ist. Dass es nicht wirklich so wirkt, wie als wäre er echt da. Und für ein YouTube-Video. Also, ja. Ich finde auch so. Ich finde es auch so schon ziemlich krass. Ja, also ich kenne Filme, die machen es schlechter. Das sind ja keine Hollywood-Produktionen, aber sie sind schlechter. Meinst du so The Amazing Bulk oder sowas zum Beispiel? Nein. How long can you go? Okay, ja, nee, Data und Picard war schon ziemlich cool. Ich fand es hauptsächlich sehr lustig und ich fand es cool, dass mir nochmal aufgefallen ist. Es war natürlich dann auch in Star Trek logischerweise drin, aber ich habe die Serie irgendwie ewig, also nie richtig so in meinem Bewusstsein als relativ erwachsener Typ so gesehen. Ich habe das so als Kind irgendwie mal gesehen und dann halt so immer wieder so Auszüge und natürlich sinnlos im Weltraum, was einfach immer noch Premium ist, sinnlos im Weltraum oder im Weltall. Nee. Sind uns im Weltraum. Ziemlich geil. Schwarzer Kaffee, Junge. Einfach Premium. Aber ich habe das irgendwie nie so bewusst gesehen und dann ist mir halt nochmal aufgefallen, dass die da einfach wieder mal so von wegen, ja, wir sind ja so voll elitär und so Shakespeare reingepackt haben und das macht sich in dem Song so gut, dass die da wirklich Shakespeare drin haben und teilweise auch noch ein anderes bekanntes Gedicht. Irgendwie, das passt halt einfach ziemlich gut. Das ist, also, ich habe ewig nur Ohren gehabt von diesem It's better to have love. Lost. So geil, diese, auch irgendwie, das ist einfach ein geiler Song. Ja, das ist einfach ein geiler Song. Ja, also, was vielleicht wir auch noch nicht gesagt haben, ist, wir hatten zu dritt, also ursprünglich darauf hingewiesen hat uns nämlich der Herr Ishma, aka Eddie. Nicht anwesend heute, ja. Ja, und wir hatten gefühlte 2 Monate oder so einen Ohrwurm. Mhm. Dem wir nicht mehr entkommen sind. Anderthalb vielleicht. Okay, anderthalb. Also es hat ja angefangen krass auf dem Union, Anfang November war das ja, glaube ich. Wo wir es gefühlt pro Tag mindestens das Thema gehört haben. Ah, ah, ah.
Ist auch im Vlog dazu zu sehen. Ja. Naja, also schon ziemlich krass. Nun gut, ich weiß nicht, wollen wir jetzt nochmal einen Song machen vielleicht? Ja? Okay. Ja? Ja, dann schieß mal los. Bin ich jetzt dran, also. Ich habe mir ein paar ausgesucht, auch okay. Präpariert. Präpariert? Ich bin jetzt hier gerade überlegen, welchen ich nehme. Ich glaube, ich nehme das wohl kontroverseste und, oder was heißt kontrovers? Aber höchstwahrscheinlich das, was dem wenigsten gefallen wird. Und es ist Howl von Supheim. Supheim. Genau, wenn ich weiß, wie man Howl schreibt, H-O-W-L und Supheim. Ja, wir machen es ja in die Playlist, wenn, im besten Fall. Also in der Playlist. Schaut einfach in die Playlist. Schaut in die Playlist. Sicke Tunes. Dieses Lied ist dieses Lied ist auch sehr ruhig und sehr düster in gewisser Weise. Und das ist mehr so Entspannungsding. Und sowas muss ich ja persönlich sagen, so weirde Musik. Das ist super weird. Das ist richtig weird. Ja, viele Leute werden mich für krank halten, aber es ist nichts Neues. Was ich sagen wollte, ist, dass solche Musik unglaublich krass mein Kopf beschäftigt und meine, ja, keine Ahnung, ich musste dann durchgehend immer irgendwas vorstellen und Stories und bla und sonst noch irgendwas. Und das regt mich total zum Denken an. Ich liebe sowas. Deswegen höre ich oft sehr gerne so. Okay. Ja, so. Soll ich da direkt anschließen? Musik. Ja. Ein Track, der mich immer unglaublich zum Denken anregt, aber halt einfach, weil der so richtig, keine Ahnung, der Typ ist unfassbar, wenn man sich mal mit denen auseinandersetzt, oder beziehungsweise ist ja dann mehr so eine Gruppierung wieder, aber nennt sich Bon, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, Bon Iver, glaube ich, oder Iver. Ich würd Iver sagen, aber ist ja auch egal. Das Lied kennen, glaube ich, auch einige, das ist nicht so unbekannt, ist aber auch nicht super populär. Heißt Holocene und ist einfach unfassbar geil. Allein der Anfang ist, glaube ich, so aktuell, glaube ich, so irgendwo mein Status, weil das einfach auf so vielen Ebenen so geil ist. Some way, baby, it's part of me, apart from me. Richtig geil, richtig deep Lyrics. Super geil, kann man vor allem wieder auch, im Idealfall hört man das, wenn man auch wieder irgendwo, ich höre halt die meisten meiner Musik irgendwie im Bus oder in der Bahn oder so. Und draußen schneit so und keine Ahnung, reges Treiben, aber man selbst schaltet so voll ab. So einer dieser Momente, weißt du? So um einen herum, alle am Labern und keine Ahnung, und du einfach so, I'm out of here. Und du driftest so voll in die Musik ab. Das ist so ein Song, weil der auch so irgendwie so, keine Ahnung, Atmosphäre, Gänsehaut. Super geil. Holocene von Bon Iver. Geil. Bis gleich. Pause. Ja. Latecast. Ganz schön sick. Hi, da sind wir wieder hier beim Latecast. Willkommen zurück aus der Pause. Ja, wir hoffen, ihr habt euch fleißig unsere sicken Tunes angehört. Ja. Und also ich muss sagen, ich habe noch ein kleines Mini-Rant-Thema, beziehungsweise nur eine Sache, wo ich mich einfach darüber gewundert habe, warum es in den Medien so durchgekaut habe im ersten Moment. Im zweiten Moment war es wieder klar, die Medien sind einfach dumm und scheiße, weil die Bild das Ganze auch angeführt hat, glaube ich. Nämlich diese ganze Sache mit Pietro und Sarah. Und dann habe ich erst festgestellt, was für ein Rattenschwanz. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt von gehört hast. Wahrscheinlich so, ich dich kenne wieder nicht, weil ja, du null Nachrichten mir, irgendwas. So, okay, kurz, ich state mal die Facts, ja. Die beiden sind wohl welche, die vor ein paar Jahren mal bei DSDS mitgemacht haben und sind da dann angeblich, keine Ahnung, ich erzähle die Story jetzt einfach so, wie ich sie zusammengefasst bekommen habe, dann wohl in Love gefallen sind und das dann so ganz groß aufgemacht haben, so von öffentlich halt, ne? So. Ja. Und ich glaube, die haben auch gar nicht gewonnen, ist ja auch völlig egal. Und die haben jetzt halt so ein krasses öffentliches Leben, so auf Facebook und Shit geführt die ganze Zeit und waren eigentlich nur Fame, weil keiner weiß warum. So. Ne? Und Fame ist ja auch relativ, ich hatte nichts von denen gehört bis jetzt zu diesem Scheiß. So, oder ich weiß nicht, ich glaube, von diesem Pietro habe ich vor Ewigkeiten schon mal irgendwo was gehört, aber schieß mich tot, kann ich mich jetzt nicht drauf festlegen.
So, und dann wurde mir das jetzt jeden Tag überall irgendwie in jeglichen Nachrichten-Apps oder was auch immer, wo man halt schön irgendwie was eigentlich normale Artikel liest oder in politisch brisanten Zeiten doch mal gerne irgendwie die Wahl in den USA verfolgen möchte, wurde mir diese Scheiße dann die ganze Zeit unter die Nase gerieben, weil die sich ja getrennt haben. Genau, die hatten auch geheiratet und die sind gerade mal 22 oder so und dass das oftmals ja dann schwierig ist, kann man sich ja vorstellen. Na. So, und das ist halt auseinandergebrochen und die haben da einen riesen, oh mein Gott, dieses hebige Hin und Her. Die haben dann beide Facebook-Seiten mit, keine Ahnung, 1-2 Millionen Likes und dann ist das da die ganze Zeit so, boah, und jeder hatte so seine Story und shit und die ganze Zeit so ein ewiges Hin und Her. Und das wurde in den Medien auch noch ausgeschlachtet und ich glaube, die haben sogar ein Kind und es ist. Und ich frage mich nur so, who gives a fuck about that shit? Warum muss das über Monate gefühlt in den Medien jeden Tag neue Artikel, neuer Post, neuer. Es interessiert doch keine Sau, ganz ehrlich. Ich persönlich frage mich ja bis heute noch, warum so Celebrity-Gedöns überhaupt existieren muss, warum das Privatleben von Promis teilweise so interessant ist, weil. Ich meine, klar, man kann jetzt so sagen, so, also man interessiert sich ja auch mal für so ein Behind the Scenes oder so von irgendeinem Film, den man geil fand oder so. Hey, wie haben die das gemacht? Und vielleicht, wie sind die jetzt auch hinter der Kamera? Okay, ja. Aber wer jetzt gerade mit wem und zusammen ist und was auch immer, die gerade für ein Kleid auf dem roten Teppich tragen oder keine Ahnung, ob die jetzt auch mal verbotene Sachen machen wie sonntags oder samstags morgens, ja. In Jogginghose zum Supermarkt fahren. Oh mein Gott, Skandalfoto. Ja, so, das denke ich mir aber nur so krass. Also in Deutschland gibt es ja zum Glück noch gewisse Restriktionen, dass da die Paparazzis nicht alles ausschlachten dürfen. Und das finde ich noch halbwegs geregelt und ganz okay. Aber in den USA sind die halt wirklich alle zum Abschluss freigegeben. Und das finde ich einfach so krank. Ja, dass da teilweise, so, ich kann das bis zu einem gewissen Punkt auch irgendwie nachvollziehen, dass die Leute, die Promis, dann so richtig, richtig wütend werden. Ja. Wenn da irgend so ein scheiß Paparazzi sich übelst aufdrängt und vor allem irgendwie die Kinder oder so fotografiert, wo man sich nur so denkt, okay, wie dreist kann man sein, so irgendwie. Das ist halt schon frech, so und keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum sowas, dieser ganze Gossip und wie auch immer, das, wie sowas existieren kann und einfach so viele Leute interessiert, das ist im Prinzip keine Ahnung, Klatsch extended und finde ich irgendwie voll seltsam. So, weil, mein Gott, lass die doch ihr Leben leben, so vielleicht. Und die C-Promis, die das gerne haben, weil sie sich dann irgendwie geil fühlen, weil sie in Gala sind, obwohl in der Gala wohl eher nicht in der InTouch sind die C-Promis, glaube ich, oder sowas. Dann sollen die das gerne machen und da die Fotos an die verkaufen oder so. Aber so normale Leute, die halt Schauspieler sind, weil sie Bock haben, Schauspieler zu sein, ja. Das ist halt irgendwie so, ja, naja, gut. Es ist, keine Ahnung, so hundertprozentig habe ich es auch noch nicht verstanden. Ich meine, ich kann schon insgesamt, glaube ich, verstehen, warum Leute sich für andere Leute interessieren. Ich meine das, ne? Aber keine Ahnung, ich finde es halt zum Teil. Gut, ich weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie einfach nicht mal. Ich glaube, es ist auch im Generellen eher, hätte ich jetzt gesagt, ein Frauending als ein Männerding, aber vielleicht täusche ich mich da auch total. Und deswegen, also keine Ahnung, mich interessiert zum Beispiel null, welches Kleid irgendwer trägt, weil obvious reasons. Ja. Ja, aber vielleicht ja welcher Anzug. Oder welche geile neue Rolex. Eigentlich auch nicht. Hallo? Voll wichtig. Ja. Ich meine, keine Ahnung, ich meine, zum Beispiel, nicht meine allerliebste Serie, aber trotzdem auf jeden Fall eine gute Serie, Vikings, ja, so, und der Hauptdarsteller, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, von Ragnar, ja, zum Beispiel, obwohl, ich habe noch ein viel besseres Beispiel, ja, wobei mir das jetzt auch das ein bisschen madig gemacht wurde, Jason Momoa, bekannt als Schauspieler von Khal Drogo aus Game of Thrones oder in Stargate Atlantis hat er diesen etwas kernigen, schokobraunen Typen gespielt und der spielt jetzt auch Aquaman in Justice League, aber das ist mir relativ Wayne. Aber also Schauspieler ist er so, ist gut, kann, also bei bestimmten Rollen passt er sehr gut rein und so, aber der ist halt einfach privat ein richtig
geiler Typ. Der ist, ich folge, das ist mein, der liebste Typ, so an Leuten, die ich nicht persönlich kenne, dem ich aktuell auf Instagram folge, weil der einfach so geil ist. So, um das kurz zu beschreiben, ich muss nur ein Video erwähnen, was der auf Instagram gepostet hat, und zwar. Oh, thank you very much. Hey, hi, I'm Jason Momoa. I like beer and throw a tomahawk. And if you're in Newfoundland, you should come down to Jack Axis. Yeah, motherfucker. That's our commercial. That's our commercial. So. Ein Video, wo der da steht, irgend so ein Kapuff, man denkt sich erst so, hä, was macht der da? Ah, nimmt einen Schluck Bier, meint so, oh, I like beer and throwing axes, aber halt nicht auf so eine dumme Art, sondern auf so eine richtig I don't give a fuck YOLO Art. Ja. Okay. Und dann wirft der eine Axt zielgenau in das Ziel und der ist halt auch noch relativ breit so und shit, aber dann nimmt der äxt der so ein Bier halb leer und dann hat er noch so einen kernigen Bart, dann klebt da noch der Schaum am Bart, das ist alles, der ist so ein geiler Typ, keine Ahnung, ich finde den so cool, okay, und so geil, souverän, und der ist halt einfach so lässig, weil er einfach wirklich halt, dem ist das so egal. Der hat irgendwie so mit sich seinen Frieden gefunden. Der hat Bock, so seine Projekte zu machen, aber der ist jetzt nicht so einer, der irgendwie meint, er wäre irgendwie besonders krass oder so. Und der kommt irgendwie auch noch von Hawaii und macht dann immer so immer so einen Move und immer so Aloha. Okay. Es ist einfach so lustig. Und das Problem, was mir das jetzt madig gemacht ist, ich folge dem ja schon ein bisschen länger, ist, letzte Woche hat irgendwie die Bild einen Post gemacht auf Facebook, von wegen so, hey, hier, guck mal, Jason Momoa ist voll der coole Dude. Und dann habe ich mir gedacht, ja, fuck, I'm out of here, it's done. So, schmeißt die Papiere vom Tisch und aber der ist ziemlich cool, kann ich mir empfehlen. Der ist einfach, keine Ahnung, total geil. Okay, krass. Ja, cooler Typ. Ja, also. Da interessiere ich mich dann noch für, aber nur halt, was er selber postet. So. Ja. Weil der halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ist der wieder gestampft irgendwie zum Mantel durch die Antarktis und meint so, hey, I'm here, right, Papa, so. Das ist halt einfach total cool. Ja, also, ja. Aber ich schätze mal, dass, also ich kann schon verstehen, warum Leute sich höchstwahrscheinlich da, also wo das Klientel zumindest herkommt, weil, ja, aber es hat in eine Extreme getrieben und hat jedes kleinste Detail wird da überinterpretiert und auseinandergenommen und mit 10-stündigen Diskussionsrunden behandelt, wo ich mir dann denke, so, okay, vor allem halt so Sachen, die mich halt persönlich zumindest null interessieren, wie eben, wie genannt schon, welche Kleidung sie tragen oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Ja, und somit, ja, aber genug davon. Tja, Mensch. Ja, ich habe überhaupt gar keine Lust auf morgen, weil ich darf morgen früh aufstehen. Und zwar nicht nur früh aufstehen und nicht nur für meine Verhältnisse früh aufstehen, sondern verdammt fucking scheiß früh aufstehen. Oh, okay, ich darf nicht beschweren. Ich Halo spielen. Das kann ich leider vergessen. Ich werde nach unserem Podcast hier relativ direkt ins Bett gehen, höchstwahrscheinlich. Oder nein, scheiße, ich muss ja noch eine Animation machen. Oh, es wird ziemlich schlaflos heute. Okay. Den Kommentar, den ich noch schreiben musste übers Wochenende, habe ich ganz brav bereits heute Mittag hochgeladen. Ja, ich hab heute schon, okay, wir müssen es halt noch irgendwie jetzt so. Jetzt bin ich ganz bald auch so, ja, so richtig gestresst. Unser Dozent meint irgendwie, wir müssen, okay, ich glaube, ich muss sogar noch weiter, mein Rant muss ich jetzt hier mal auspacken. Ich finde, wir haben ein Fach, das nennt sich, warte, wofür steht TMI eigentlich? Technische, nein, irgendwas, Technik, Mensch, eigentlich müsste es TMMI Technik, heißen. Mensch. Technik, Mensch, Maschine, Interaktion. Oh Gott. Oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall ist dieses Fach meines Erachtens ziemlich scheiße. Gut, ich bin so gut wie nie da, zumindest im normalen Fach, aber einmal, wo ich da war, ja, habe ich mir gedacht, warum bin ich da? Weil, was wir durchgenommen haben, sind ISO-Normen für, was ist die Definition einer Maus? Was ist die Definition eines Grafiktablets? Und bla, und es ist so richtig dumm und obvious, wo ich mir denke, so, eine Maus ist eine Maus und sie hat eine Maus. Wieso brauche ich dafür überhaupt eine ISO-Norm? Warum? Oder eine Definition im Generell? Ich meine,
Okay, also das war schon mal ziemlich behindert und dumm und langweilig. Und dann dazu gibt es aber, was leider ein Pflichttermin ist, das Praktikum. Das zum Teil sogar Spaß macht, ja. Muss man sogar lassen. Und worum es da halt geht, ist, bisher haben wir halt so gemacht, sowas wie Head-Tracking und halt mal so eine Tastatur auseinandergenommen, wobei ich da nicht da war. Und ja. Das klingt alles natürlich sehr toll und irgendwie krass, irgendwie so Head-Tracking, wow. Im Großen und Ganzen ist es aber deutlich lamer, als es eigentlich ist, weil wir halt einfach so ein Prototyping-Programm dafür benutzt haben, das sich VVVV nennt. Und das halt da schon gewisse Dinge einfach vorgegeben hat für Head-Tracking zum Beispiel und so. Und dann machst du so ein paar Connections. Das ist die eine Sache. Die eine Sache Nummer zwei ist, dass exakt null Denken involviert ist in diesem Fach. Weil eins zu eins alles vorgegeben ist, was du tun musst auf diesem Arbeitsblatt. Und nicht irgendwie halt, okay, das und das ist, was wir erreichen wollen, das sind die Tools, die du hast, jetzt bau mal ein Programm draus, sondern von eins zu eins, wie das Programm aufzubauen ist. Was halt einfach nur unglaublich langweilig ist, weil es halt keinerlei selber Denken irgendwie involviert und ich ziemlich behindert finde. Aber gut, das ist die eine Sache. Andererseits ist halt natürlich, glaube ich, wenn sie es anders machen würden, dass dann wieder die Hälfte der Leute nicht raffen würde, was überhaupt abgeht, weil keiner programmieren kann. Ich meine, es steht ja nur 40% Informatik im fucking Studiengang, aber was, da muss ich programmieren können? Nein, das lernt man da. Hallo. Ja, und deswegen ist es höchstwahrscheinlich unter anderem auch so. Auf jeden Fall langweile ich mich dort meistens tierisch zu Tode, weil wir dann auch noch immer zu dritt in einer Gruppe sind und meist nur halt wir an einem PC dann immer sind und dann zu dritt vor einem PC zu sitzen, ist einfach nur scheiße, weil einer hat immer irgendwie einfach nichts zu tun. Na, und da ich halt aber leider, wie ich vorher schon erwähnt habe, beim allerersten Mal nicht da war, weil ich nicht gerafft habe, dass es ein Pflichttermin ist, muss ich ein Termin nachholen und das ist morgen. Und weil sie gedacht haben, ja, das machen wir einfach vor den anderen Fächern, ist es um 8:15 Uhr, was scheiße ist. Vor allem für mich, weil ich halt Wird erstmal mir 2 Stunden stinken. hinfahren darf. Das heißt, morgen muss ich aufstehen um 5, eventuell sogar 4. Ja, kacke. Ja, so ist Rant, das. Ende. Wollte, Hassmodus aus. ja, in letzter Zeit ist es eh einfach nur im generellen Kacke, ich freue mich aufs neue Jahr, weil da höre ich dann einen Job auf, den ich momentan habe, nämlich den bei Cyberport tatsächlich, was mir in gewisser Weise auch Was? sehr leid tut, weil ich schon von Nein! Anfang an bei diesem Store mit dabei war. Wolltest mir noch einen Rabatt besorgen? Oh. By Naja, the auf way, jeden bald ein Fall. neuer PC. Oh. Übrigens, Grüße an Basti. Hallo Basti. Hi. Hi. Und Hi. ja, da höre ich leider auf, was mir sehr weh tut, in gewisser Weise, weil ich dort halt schon von Anfang an mit dabei war bei diesem Store und das ist halt irgendwie einfach eine. Echt? Bei der Öffnung oder Bei der was? Eröffnung war Quasi? ich mit dabei. Crazy Und shit. ja, und das ist halt einfach irgendwie so lustig, so die kleine Crew, die da jetzt so zusammengewachsen ist. Und ja. Wie heißen die nochmal? JPD? Nee. Oh ja, Ich weiß gar nicht JTP. mehr. Ah, JTP, okay. Die Ja. übrigens eventuell auch mal bei einem Podcast dabei sein wollen, haben sie geäußert. Moment. Ich dachte, die wären so enttäuscht von uns. Ah. Von davon, dass ich hier erst nach 15 Minuten und nicht nach 10 Minuten im Chat auf Twitch, ne? Ja. Die wollten Und eh sowas. noch ein episches Rap-Battle Rap drehen, Battle, wenn ja, wir das nächste Mal ich da sind. sag euch, ich mache euch kalt. Ja. Da. Auf jeden Fall. Ich Denn bin ihr seid Germanistikstudent. alt Ich habe oder so, die muss noch einen krassen Reim mit einbauen. Sprachskills voll raus. Da können Kollega und Co. mal einpacken. Genau. Der hat nämlich nur Jura studiert. Ha! Sag ich da. Naja, auf jeden Fall ist halt momentan, also in gewisser Weise freut es mich natürlich auch, weil ich dann endlich wieder meinen Sonntag, Fail, meinen Samstag frei habe, weil momentan ist es einfach nur scheiße. Weil ich bin Montag bis Freitag in der FH oder in meiner anderen Arbeit, die ich jetzt halt momentan habe. Und dann halt da immer erst so 19 Uhr, 18, 19 Uhr zu Hause und meistens dann einfach nur fertig. Und am Samstag bin ich dann halt von 9 bis 20 Uhr oder 9 Uhr, naja, sage ich eher 10 bis 20 Uhr beim Cyberport und da stehe ich dann halt auch noch entfiel, und dann bin ich auch immer nur fertig. Und dann bleibt mir nur der Sonntag und Sonntag wollen dann immer irgendwelche Leute mit mir irgendwas unternehmen, die sich auch Freunde nennen.
oder Familie oder ich muss was für die FH machen. Antwort, ich habe momentan irgendwie keine Zeit für irgendwas und es ist zum Kotzen. Vor allem, weil ich brauche in der Woche mindestens einen Tag, wo ich einfach so lang pennen kann, wie ich möchte. Sonst kann ich nicht existieren. Und das habe ich momentan nicht. Und das macht mich fertig. Ja. Das macht mich fertig, Mann. Das macht mich fertig. Und dann war das so Zuckung. Das macht mich fertig. Es ist wirklich schlimm. Ich weiß ja nicht, wie nee, andere also Leute ich das lebe können, aktuell, aber ich krieg sowas nicht hin. Das klassische Universitätsleben. Ja, also ist schon okay. Ja, also wir haben ja, da war ja übel stressig alles noch mit dem Umzug und so, aber seitdem sich das eingependelt hat, ist das eigentlich okay. Ja, Umzüge sind immer scheiße. Meistens. Ja, vor allem war das einfach so mega dumm, weil sich das über Wochen hin. Egal. Ach so, stimmt ja. Wie war denn da eigentlich? Das musste eigentlich die Auflösung mal bringen hier. Ach so, war das haben wir das letzte Mal vorher aufgenommen? Das haben wir das letzte Mal aufgenommen. Ja, letzten Endes ist es dann zum letztmöglichsten Termin gewesen, zum 7. November. Davor muss ich dann noch pendeln. Also, ne, gut, dann habe ich halt auch mal gesagt, weil ich nur eine einzige Pflichtveranstaltung hat, die 4 Stunden in der Woche ist, am Stück, habe ich dann auch mal gesagt, ja gut, da muss ich heute nicht gehen. Ja, ja. Vorlesung über Griechenland, keine Ahnung, 350 vor Christus ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Und allgemein habe ich da aktuell eine etwas lockere Einstellung, weil, keine Ahnung, es ist halt, ich bin mal gespannt, ich muss jetzt mal die Klausurenphase abwarten und entweder geht's in die Hose oder halt nicht. Ja. Aber ich bin halt selbstständig da am Lernen und ich kann mir gut vorstellen, dass es funktioniert, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich nichts tue, weil ich mache schon einiges. Und, ja, das klingt so. Wie so jemand, der sich gerade so selbst einredet oder einzureden versucht, dass er irgendwas tut. Ich mache ja schon einiges. Ständig, mindestens 20 Minuten am Tag. Nee, aber ich gehe halt in die Bib und so und das ist schon mehr als viele andere machen, glaube ich. Und, ja, ich muss das dann auch anfangen, weil es geht die scheiß Prüfungsphase auch wieder los. Das habe ich komplett verdrängt. Ach, die ist bei FH ist immer früher, ne? Ja. Bei mir ist die erst im Februar. Ja, aber im Januar ist bei mir. Weil ich dann jetzt auch mal langsam anfangen muss, Klausurvorbereitung zu machen. Ja, ich habe auch, ich habe wieder gar keinen Bock. Ich muss ja noch 2 Prüfungen nachschreiben und die sind beide so langweilig und ätzend. Das ist einmal Statistik. Das versuche ich ja zu vermeiden. Weil wenn ich das schaffe, Premium, dann habe ich nämlich jetzt im ersten Semester Klausuren, ich glaube 4 oder 5, weiß ich gar nicht. Aber dann bis zum 4. oder 5. Semester habe ich dann keine Klausuren, sondern nur Hausarbeiten. Oh, okay. Ich meine, das ist halt auch viel Arbeit, ja. Aber du kannst dir das halt wirklich selbst geil über einen Zeitraum hinweg einteilen und musst da jetzt nicht, also, sondern sagst halt, okay, Abgabetermin ist dann und dann. Dann schreibst du die und ist gut. So. Oh, wie gerne hätte ich auch sowas. Wir müssen momentan einen Film drehen für eine App, die wir designen sollen. Und es ist einfach nur scheiße aufgrund der Tatsache, weil sie einen nicht in Ruhe lassen und man durchgehend immer irgendwelche Abgaben haben muss. Dabei wäre es einfach mal so, weißt du, wir müssen jetzt bis morgen irgendwie so eine Animation, also wir haben uns jetzt überlegt, eine Animation und sowas abzugeben. Aber theoretisch sollten es eigentlich Filmaufnahmen sein. Kameraslider. Ja, aber die Sache ist halt die, wir waren dumm. Wir waren einfach nur, okay, ich muss eigentlich schon wieder mehr ranten. Rant Nummer 1, die Projekte, die zur Auswahl standen, sind einfach nur scheiße, weil sie komplett realitätsfern sind. Und ich finde es unglaublich unmotivierend, wenn so ein Thema so unendlich realitätsfern ist und eigentlich überhaupt nicht durch und umsetzbar. Aber naja, das ist die Sache Nummer 1. Die Sache Nummer 2, von diesen Scheißthemen haben wir uns auch noch ein beschissenes ausgesucht. Nicht aufgrund der Tatsache, dass das Thema an sich jetzt so super dumm wäre, also im Sinne von, dass es jetzt besonders schwer wäre in irgendeiner Weise, aber was wir nicht bedacht haben ist, dass wir für dieses Video ein Kind brauchen und eine Mutter. Und da irgendwas zu organisieren ist gar nicht mal so einfach, vor allem dann musst du auch noch schauen, dass jeder irgendwie Zeit hat. Und es ist einfach nur ekelhaft. Und dann brauchen wir auch noch, was wir auch nicht bedacht haben, ein Dummy oder halt so eine Art Dummy-Prototypen,
Den man, weil es handelt sich aber so eine Schaufensterpuppe nehmen? Nein. Nein. Ja, wieso? Ja, weil, also, das Kind ist nicht der Prototyp. Falls das deine... Hä, du meinst einen Dummy? Ihr ja. braucht einen Dummy. Meinst also ein Dummy, so ein nein, Ding, was nicht, im Auto sitzt? Nein, sondern ein Dummy so. Im Sinne von einem... Also ein Dummy kann ja vieles sein. Also zum Beispiel ein Dummy von einem Handy wäre so ein Plastikdingens. Ein Handy-Dummy. Ja, halt ein Fake-Ersatz. Ja, so. Genau. Ja. Und da brauchen wir sowas für so ein Gerät, das so ein Kind halt mit rumtragen muss. Und das müssen wir jetzt auch noch irgendwie organisieren und irgendwie machen, aber auch keinerlei Bock drauf. Und ich dann dachte, ist die Abgabe irgendwie halt so eine Szene machen, wo irgendwer irgendwo runtergeworfen wird. Nein. Naja, auf jeden Fall wird das noch einiges an Arbeiten. Das ist unglaublich scheiße. Und dann und ich bereue es mal wieder. Und das muss ich jetzt echt wir haben ja noch nicht nächstes Jahr in Angriff nehmen, dass ich noch keinen Führerschein habe. Weil mit dem ganzen Kamera-Gear im Zug zu sitzen, ist nicht so geil. Ja, aber dann bräuchtest du erstmal auch ein Auto. Ja, da könnte ich einfach das von meiner Mom nehmen. Okay. Weil das ist nämlich das viel größere Problem, ja, schon, dass man ein scheiß Auto bezahlen muss und man denkt sich dann vielleicht so naiv, hey, kauf ich mir einen Gebrauchten für, was weiß ich, irgendwas zwischen 1,2 und, keine Ahnung, 3.000, weiß ich nicht. Oder ganz aufs Budget an und überhaupt so bla bla. Ist ja auch egal, da würde man vielleicht irgendwas ganz Nices kriegen und so, ja, je nachdem. Ich persönlich habe bei einem Auto auch jetzt keine Designer-Ansprüche. Klar wäre es geil, wenn man ein geil aussehendes Auto fährt, aber prinzipiell bin ich da eher so der, ja, das muss fahren und sollte nicht zu viel verbrauchen. Und ja, wenn das dann nicht 1.000 Reparaturkosten nach sich zieht, ist alles safe, ist scheißegal, wie es aussieht. Ja. Und ja, das Problem sind halt einfach die laufenden Kosten. Ja. Und das ist halt echt, also, na, Sprit fällt schon mal ein großes Laster ab, je nachdem, wie viel man natürlich auch fährt, klar. Und dann halt noch die ganzen Versicherungen und Shit und bla. Und wenn man halt ein eigenes Auto hat und noch ein relativ junges und Probezeit und bla, dann ist das halt sehr schwierig. Na. Ja, keine Ahnung. Bei mir wäre es tatsächlich ganz praktisch, wenn meine Mom ihr Auto nicht immer benutzt. Und dann könnte ich halt zum Teil das einfach nehmen, wenn sie es gerade nicht nimmt. Und für so solche Sachen wie halt einfach mal irgendwie kurz zur FH fahren und das ganze Zeug einfach nur in den Kofferraum laden können, wäre es halt schon kurz ziemlich gut. Kurz zur FH fahren, fährst du ja nicht eine Stunde. Ja, aber halt. Ja. Mal eben. Ich habe was vergessen, ich muss nochmal kurz zurück. Ja, auf jeden Fall halt nicht irgendwie mit 3 Taschen im Zug sitzen, das ist schon cool genug. Das reicht da hättest du jetzt einen Joby Gorilla Pod. Dann bräuchtest du das gar nicht. Ja, das ist halt auch noch das andere. Ich erwarte Ihre Überweisung übrigens nächste Woche, Joby. Die 5 Millionen Euro, bitte. Halt auch noch das andere Problem, um halt so einen Slider gut benutzen zu können, brauchst du halt auch ein entsprechendes Stativ, das schwer was genug du hast. Ist. Damit der das halt nicht umkippt, weil so ein Slider, wenn die Kamera ganz außen ist, hat natürlich auch Gewicht. Und deswegen habe ich ja so ein großes Videostativ. Und das mit rumzuschleppen ist gar nicht mal so cool. Ja. Oh, ich habe mich übrigens letztens, kleine Story, in Münster, da sind ja sowieso, ist ja der Weihnachtsmarkt ganz groß, weil die Altstadt hier so richtig verträumt ist und shit und das mega gut zusammenpasst, halt Weihnachtsmarkt da reinzustellen. Und das ist auch ganz geil, weil meine Uni-Gebäude halt da in der Nähe sind und so. Und wenn ich Geschichte habe, dann gehst du halt raus, 10 Meter nach rechts ungefähr, und da ist der Weihnachtsmarkt. Das ist halt schon Premium, wenn du da direkt Glühwein ständen hast. Aber egal. Da waren wir noch in Düsseldorf jetzt auf dem Weihnachtsmarkt mit ein paar Kollegen und dann stand da ein Typ mit einer Red 3. Ich weiß nicht, mein Gott. So, ne? Und so mega geilen Objektiv und so. Und ja, macht da die mega kranken Shots. Ich stelle mich erstmal so mega daneben, so mega awkward und so, und es war relativ lustig. Am Ende hat er mich tatsächlich angesprochen und habe erstmal ein bisschen so geredet. Aber es ist total cool. Also so ein Ding, wenn du sowas hast, dann hast du gewonnen. Das ist halt einfach so Premium, so eine Kamera. Ja. Also. Oh Gott, was mich auch wieder erinnert, ich letztens war ich halt hinten im Lager und habe Zeug verräumt beim Cyberport
und unter anderem mal irgendwie die Kameras geordnet, weil die einfach so zwei Boxen so drin waren hinten. Und dann habe ich halt so eine Ding rausgeholt und so geschaut, so, ja, okay, Canon 1200D, Canon 600D, okay, Canon 70D, oh, okay. Und dann schaue ich unten, liegt 80D. Da einfach eine Canon 5D drin. Lol, okay. Ja, da, vor allem, was mich so irritiert hat, ist halt, die Box sieht exakt genauso aus wie zum Beispiel, also zum Teil fast schon schlechter, wie die Box, in der meine Canon drin war. Einziger Unterschied für alle, die es nicht wissen, eine Canon 5D kostet halt der Body allein schon 3.000 oder 4.000 Euro. Das ist halt so von Canon mit der Shit. Ja. Quasi. Und, aktuell. Mich hat es halt so fasziniert, dass diese Kamera, die halt mehrere tausend Euro kostet, von der Verpackung her genauso aussieht wie eine Kamera, die vielleicht 100 Euro kostet. Okay, nicht ganz so extrem. Aber die halt nur, was weiß ich, in Anführungsstrichen, nur 500 Euro kostet. Da war ich ein bisschen irritiert dann. Ja, so ist das Leben. Weiß ich nicht, wie kostet die momentan. Also, way, ich tune auch immer weiter mein Instagram-Profil, ne? Also los, schaltet ein. Sicke Tunes auf meinem Profil, yo, in der Link in der Beschreibung, yo. abonnieren, liken, Wichser. Nee, aber ich mach da echt ein paar, seit geraumer Zeit mit der Cam, ne? Ein paar ganz coole Shots. Und ich glaube doch, dass sie es wert sind, mal einen Blick drauf zu werfen. Mich irritiert das immer noch bei Instagram. Ich finde es einfach so dumm. Wieso ich nicht einfach vom PC, von der Website aus Bilder hochladen kann? Wieso muss ich meine Kamerabilder, die ich mit der Kamera aufnehme, erst auf mein Handy scheffeln und von dort aus über die App auf Instagram? Frag Mark Zuckerberg. Es ist einfach nur wieder so komischer Hipster-Shit. Ganz ehrlich. Shit. Ganz nein, ehrlich. Ihr, bitte, by the way, guck dir nicht, falls du es nicht schon getan hast, guck dir nicht YouTube Rewind 2016. Oh nein, niemals. Das ist der schlimmste. Rewind, was seit jeher schon immer. Rewind, jedes Rewind, du kannst ja jedes x-beliebige Rewind rausnehmen, sie sind alle scheiße, ganz ehrlich. Weil es sind halt immer die jetzt, Trends. Oh mein Gott, zieh dir die Trends an, da kann doch nichts Gutes bei rauskommen. Das ist so, so furchtbar. Ja, dann holen sie da ja auch noch nicht YouTuber rein, wie Dwayne The Rock Johnson, wo ich übrigens nicht verstehen konnte. Also gut, irgendwie vielleicht noch schon, aber andererseits auch irgendwie gar nicht, dass der the sexiest man alive ist. er sieht so aus, also ich finde den ganz sympathisch und so, ist ja keine Frage. Auch wenn der halt viele Filme macht und viele Filme von ihm jetzt nicht die geilsten sind. Aber trotzdem so als Person finde ich ja okay, ja. Aber trotzdem verstehe ich nicht den Vote. Also ich meine, ich verstehe den damals so bei Hugh Jackman, habe ich mir gedacht, okay, ja, okay, gebe ich euch. Also man kann das ja immer so schlecht beurteilen als Kerl und so, ne? Ja. Aber man kann das ja schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ja. So, ne? Und bei Hugh Jackman habe ich mir gedacht, okay, ja, gut. Oder auch George Clooney war es ja, glaube ich, auch mal, habe ich mir auch gedacht, gut, der ist schon so ein smart ass, ne? So shit. Und Dwayne The Rock Johnson ist halt krass gut, der ist halt krass trainiert, weil der ist so, weiß ich nicht, und, ach, keine Ahnung, ja? Sexiest Woman Alive kann man natürlich schon gut nachvollziehen, vor allem, nee, es war letztes Jahr, glaube ich, wenn man Game of Thrones Fan ist, ne? Emilia Clarke ist halt schon Premium, ja? Kann man nicht anders sagen, aber gut, genug davon, ich fühle mich weird. Ja, ich fühle mich noch viel weirder, weil ich keine Ahnung habe, ich mag die auch so einfach in Interviews. Ist auch wieder so, keine Ahnung. Um wieder auf diesen Promi-Shit zurückzukommen. Ich finde, die ganzen Game of Thrones-Leute mag ich als so in Interviews oder so als Schauspieler irgendwie schon. Hm. Aber in vielen Projekten, die nicht Game of Thrones sind, sind die sehr mittelmäßig. Also halt vom Schauspielerskill her und so. Oder was sie da abliefern, zumindest, ja. So, keine Ahnung. Ich habe jetzt, also Terminator Genesis, brauchen wir nicht erwähnen. Da war jetzt nicht so geil. Den ich auch immer noch nicht gesehen habe, muss ich eigentlich mal tun. Oder vielleicht auch nicht. Kit Harington, der Jon Snow spielt, der hat Filme wie Pompeii gemacht, was halt irgendwie so Attack of the Titans 2.0 ist, super shit. Und halt solche Sachen, wo man sich irgendwie so denkt, okay. Also, weiß ich nicht. Viele, viele Sachen nicht ganz so geil, wobei, ja, doch. Nee. Also in Game of Thrones passen die alle mega gut rein. So, und die sind perfekt dafür die Rolle, aber außerhalb haben die teilweise in Filmen zumindest, also sie machen ja teilweise auch Theater und so, keine Ahnung, aber da haben die so ein bisschen Struggle, glaube ich. Irgendwie da, zumindest in den Blockbustern, die machen ja teilweise auch kleinere Filme und die sind dann schon ganz cool, aber in den Blockbustern ist dann
der Durchbruch nicht da. Na. Einfach, oder die Qualität oder was auch immer. Was mich wieder gerade dran erinnert, du vom Filmen redest, ich will in letzter Zeit, muss ich ja sagen, also es kamen jetzt irgendwie wieder zwei Filme, wenn nicht sogar drei, glaube ich, waren es irgendwie. No, Rogue One kommt jetzt nächste Woche raus. Die so Sci-Fi-mäßig sind und die mich auch wieder interessieren. Arrival oder was? Arrival will ich unbedingt sehen, weil ein Kommilitone gemeint hat, dass der ziemlich cool sein soll. Vor allem, stopp, halt, ich arbeite aktuell noch an einem Video über Filme, die mich nächstes Jahr interessieren und so ein gescriptetes halt, ne? Mhm. So. Und da kam das tatsächlich auch vor, weil der Typ, der Arrival macht, ist derselbe Regisseur, der auch Blade Runner 2049 macht. Oh. Und okay. Er wiederum, was auch faszinierend ist, Arrival wird ja relativ, also ist jetzt von den Einspielergebnissen ja gut, aber wird halt von den Leuten, die drin waren, von den Kritikern abgefeiert. So, ne? So. Hm. Aber er hat halt auch noch vorher gemacht Prisoners und Sicario, die beide auch extrem abgefeiert wurden. Das heißt, theoretisch hat er schon drei geile Filme jetzt erstmal in den letzten Jahren rausgehauen. Und Arrival ist ja auch Sci-Fi, klar eine ganz andere Richtung, aber auch Sci-Fi. Hm. Und ich kann mir, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass das nicht komplett Shit wird. Ja. Vielleicht. Naja, okay. Gut. Ja, und dann gibt es noch das eine, was höchstwahrscheinlich nicht so super krass wird, aber so vielleicht netter Zeitvertreib für zwischendurch, ist mit diesem, ich habe wieder vergessen, wie er hieß, ich glaube irgendwas mit E oder so, mit diesem Schiff, irgendwas, wo der Strom ausgeht und zwei Leute aufwachen. Passengers. Ja, genau, dann nicht mit E. Ich habe die ganze Zeit an Elysium oder so gedacht. Aber mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Genau. Oh ja. Der, also ich weiß nicht, ich habe auch keine super hohen Hoffnungen dafür, aber es wirkt so, also es wirkt so, wie es wird ein ganz lustiger Film so werden. So. Ja. Nichts Weltbewegendes, aber halt so. Der kommt aber jetzt das nächste raus, der wurde verschoben. Ah, okay. Und? Oder jetzt irgendwann bald, irgendwie so um die Grenze rum, ums Jahr rum. Der kommt relativ spät raus. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, den fand ich auch ganz cool, natürlich war die Szene relativ krass, wo sie dann irgendwie im Pool schwimmt oder so und dann plötzlich Schwerkraft weg und dann kommt sie da kaum raus, weil das Wasser fängt halt an zu schweben aus dem Becken raus und dann muss sie halt, sie ist noch im Wasser drin und sie muss halt da raus, weil sie ja nicht unendlich viel Luft hat. Mm. Das ist halt so der Struggle, das ist halt schon, well, you're fucked. Ja, und, der auf jeden Fall noch. Und dann kommt ja noch zu Ghost in the Shell der Film, der auch sehr interessant werden könnte. So viel diese Betonung. Ghost in the Shell. Ja, das war so in meinem Sing-Sang so drin, wo ich gerade so geredet habe und so. Ich merke schon. Wo ich immer noch sehr kritisch bin persönlich, aber wo ja viele sagen, dass eventuell ganz cool sein könnte. In dem Video, was ich mache. Ja. Was jetzt auch bald kommt. Vielleicht sogar noch vor dem Talk mal sehen. Ja. Okay, ja, nee, ich war letztens noch mal, also ich war eh seit Anfang des Jahres nicht mehr im Kino, weil es einfach, ich muss die Filme jetzt echt weise inzwischen auswählen, weil es halt einfach teuer ist. Und apropos Kinolandschaft in Münster ist shit, absolut shit. Hier gibt es ein großes Kino, Cineplex heißt das, glaube ich. Mhm. Und ich wollte halt mit einem Kumpel in Arrival gehen, hab dem so geschrieben, ja, lass mal reingehen, ne? Guck so nach, wann der Vorstellungen kommen. Voll oft. Aber ich natürlich, kann mir Filme nicht mehr auf Deutsch geben, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Muss dann natürlich in die Originalfassung gehen. Und wann läuft die? Einmal die Woche. Dienstags um 22 Uhr. Oh ja, so richtig. Fuck. Was? Ich meine, und deshalb ist bei voll vielen Filmen da so. Die haben hier, man möchte doch eigentlich meinen, Studentenstadt. Vor allem sehr viele auch Geisteswissenschaftler, die dann sowas wie Englisch oder auch so studieren, dass die Bock haben, auch die Filme auf Englisch zu schauen, so wie ich. Ja. Ich meine, der Bedarf ist doch auf jeden Fall da. Wieso machen die das nicht? Das verstehe ich nicht. So, in Düsseldorf ist in jedem Kino hast du den Film mindestens 3-4 Mal die Woche, wenn nicht sogar 2 Mal am Tag oder so in der Originalversion. Hat sich das richtig durchgesetzt, so, ne? Und hier irgendwie so, ja, nö. So, und ich war jetzt letzte Woche, das war so eine Spontansache, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und dann so, ja, lass mal noch irgendwas machen. Sind wir in Fantastic Beasts and Where to Find Them gegangen, sprich den quasi neuen Harry Potter. Wenn man so will. Mhm. Also das ganze Ding da. Film jetzt nicht super krass, aber solide durchaus auf jeden Fall. Hatte ein paar coole Momente, ein paar Lacher, ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist echt CGI-mäßig wieder ganz cool und so. Und hat einem so auch ein bisschen so dieses, wenn man halt früher damit aufgewachsen ist, ein bisschen dieses Gefühl gegeben, so von wegen so, ach ja, das ist irgendwie wieder ganz schön.
Andererseits war ich halt in der deutschen Version drin, weil halt, keine Ahnung, die anderen nicht auch in die englische wollten oder so. Und ich habe so lange nichts mehr auf Deutsch gesehen, das ist mir da richtig aufgefallen. So lange nicht mehr, so lange. Locker seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren gefühlt so ungefähr, weiß ich nicht, oder seit einem Jahr, ewig nicht mehr. Und dann, vor allem in so einem Film, der so britisch ist eigentlich, obwohl es spielt in New York, ne, aber trotzdem, das ist ja der eine, der Hauptdarsteller, die Figur kommt ja trotzdem aus England und so, ne, und der hat ja auch in The Theory of Everything, heißt er, glaube ich, Stephen Hawking gespielt und hat einfach so einen Premium-britischen Akzent mal wieder gehabt, was ich ja abfeier. Und der Film hätte bei mir locker ein größeres Plus gehabt, wenn ich das auf Englisch gesehen hätte. Auf Deutsch war das dann halt so, ja, es fühlt sich halt immer so fremd an irgendwie, ich weiß nicht, es ist so nicht ganz so echt, wie es halt sein könnte und das, keine Ahnung, das ist dann halt doof. Hat mich ein bisschen geärgert. Na, okay. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, ich habe immer Angst, wenn ich in Originalvorstellungen reingehe. Also ich habe es persönlich im Kino sehr selten welche gesehen, aber ich bin eh nicht so tatsächlich jemand, der sehr selten auch ins Kino geht, weil ich dann mich immer aufraffen müsste und bla. Ist das so? Ja. Und sagt der die Blu-ray von Mad Max bei sich rumliegen hat und den immer noch nicht geschaut hat, seit einem halben Jahr. Ja. Naja, und zum Beispiel bei Filmen, wie, was ich zum Beispiel extrem fand, war Moon. Bei Moon in der Originalfassung ohne Untertitel, und wenn du ihn nicht davor gesehen hast, du verstehst den Teil einfach nichts. Weil die dann so leise labern und dann speziell die Szene, die ist jetzt nicht krass spoilermäßig oder so, aber wo er bei so einem Boxsack rumsteht und boxt und irgendwas sagen will und der eine boxt die ganze Zeit. Ich verstehe einen fetten Scheißdreck. Das ist Gewöhnungssache. Und was habe ich mal auch gesehen, was wollte mir der Callum war das, der wollte uns einen Film mal zeigen und zwar, was war das? Layer Cake, glaube ich. Okay. Und den, oder irgendwie so ähnlich heißt er, irgendwas mit Cake und Layer Cake. Auf jeden Fall, da habe ich auch nichts verstanden. Aber wirklich nichts. Wirklich, ja, das ist echt gar nichts. Wie sagt ihr, Callum hat das locker verstanden, oder nicht? Ja gut, der hat den Film auch schon mal gesehen gehabt somit. Ja, aber der hat das wahrscheinlich auch beim ersten Mal verstanden. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht, zum Teil. Es gibt manche, die verstehe ich sehr gut, Ahnung. Und dann wieder andere, da verstehe ich wirklich nichts. Ja, Layer Cake. Keine Ahnung, ich habe letztens nochmal einen Film gesehen, der mich, also ich, wie gesagt, ich gucke das ja seit Jahren schon, deswegen ist mein Hörverständnis, also mein Sprechverständnis im Englischen ist dann auch besser dadurch geworden, aber natürlich nicht so krass wie das Hörverständnis, so, ne? So, und das Hörverständnis ist einfach Premium, aber ich habe letztens nochmal einen Film gehabt, wo ich ein bisschen Struggle hatte, an manchen Stellen zumindest, weil das halt auch von der Art einfach, wie die reden, nicht nur von der, wie sie es aussprechen, ob sie es jetzt sehr sauber aussprechen oder nicht, sondern das ist halt auch von der Art, wie die reden, teilweise halt krass. Ich habe letztens den Macbeth-Film gesehen, den neuen vom letzten Jahr mit Russell Crowe. Nein, das ist nicht Russell Crowe. Mit Dings, der jetzt auch in Assassin's Creed. Warum? Wo war Russell Crowe? Ach, das war La, irgendwas Französisches, scheiße. Heute habe ich wieder. Was ist mit dir? Ja. Nein, das ist fucking Dings hier. Naja, nevertheless, mir fällt der Name gleich ein. Ich google den jetzt kurz. Ja, aber ich meine, den ich jetzt gedacht habe, dass es ist, der, wo Russell Crowe drin spielt, ist irgendwas. Wie heißt das? Les. Keine Ahnung. Da, wo er so mit diesem unglaublich Michael dummen Fassbender. Ding stirbt. Mit diesem den leicht dummen Robin Hood hat er gespielt, der hat Gladiator gespielt, Russell Crowe, Noah, was auch immer. Das sind Russell Crowe-Filme. Der hat aber auch einen so ein Musical gemacht. Du meinst Le Miserable? Ja. Le Miserable. Das spricht man übrigens so aus, ungefähr. Ja, und ungefähr. Das ist ungefähr. Eins der bekanntesten Musicals, die es gibt vielleicht, so. Ja. Du dummer Kulturspast. Kann schon sein, ich mag Musicals ein bisschen nicht. Musicals sind geil, wenn es geile Musicals sind. Weiß nicht. Ich kenne persönlich keinen. Der Film war übrigens auch sehr cool. So. Jean Valjean. Ja, schon, also ist schon sehr geil. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Bei einem Macbeth-Film, das ist teilweise echt schwer. Also das war nämlich der Fehler. Ich wollte ihn schon mal vorher gucken. Und das war so, es ist jetzt abends spät, machst du noch irgendwas hier an, bla. Ah, Macbeth, wollte ich ja schon immer mal sehen.
Und dann, da musst du volle Konzentration für haben. Sonst schläfst du da erstens ein und zweitens ist das halt einfach, du verstehst es nicht, du kannst es nicht so nebenbei, sonst checkst du gar nicht, was da abgeht. Und dementsprechend muss man sich den wirklich full concentrated geben, muss wach sein dafür, das ist so ein bisschen wie 2001. Ja. Oh ja, oder was ich auch, welcher auch extrem ist, um nur mal ganz kurz dazwischen zu fahren, ist auch einer meiner Lieblingsfilme, Watermark. Wo es halt hauptsächlich um Wasser geht. Hatten wir schon mal genau dieselbe Debatte. Echt, ja. Beim letzten Mal. Ja. Auf jeden Fall, da Wasser, da schläft man auch sehr schnell ein. Ja. Und da habe ich auch übrigens zum Einschlafen jetzt einige Filme schätzen gelernt, die ich eigentlich gar nicht so geil finde. Aber die sind halt zum Einschlafen einfach geil. Das heißt, die sind eigentlich degradiert dazu, dass ich einfach nur so die ersten paar Minuten gucke und dann einfach eh einpenne. Und zwar sind das hier so billige Abklatsche von Hunger Games, so zum Beispiel Divergent oder so, gibt's auf Amazon Video, sind sehr, sehr mittelmäßige bis schlechte Filme fast, aber zum Einschlafen ist das ganz geil. Weißt du, so am Anfang labert denn, das ist nämlich übrigens, deswegen habe ich überhaupt erst angefangen, den zu schauen, weil das die Hauptdarstellerin von The Fault in Our Stars ist und dann labert die am Anfang so, ja, wir wurden in 5 Sektoren, das ist halt so typisch, so ein bisschen dystopisches Regime und bla und Welt und so, ne, so wie halt all diese Bücher und Filme, die es da in diese Richtung inzwischen gibt, sind. Ja, wir wurden in 5 Gruppen eingeteilt, die einen sind so richtig krasse Kämpfer und die anderen bla und die erzählt das halt erstmal so, ne, um die Welt zu establishen und da war ganz schon weg. Das ist halt so, wobei später gibt es auch noch so eine Szene mit Woodkid-Musik, was ganz cool war. Naja, und dann zum Einschlafen auch noch anderer Tipp, ja, für all die Zuhörer, die jetzt noch zuhören, ich weiß gar nicht, ob das, das war bei diesen Cyber-Deals bei Amazon, gab es 3 Monate kostenlos Audible, was ich mir jetzt mal geholt habe, und da kannst du ja dann ein Hörbuch im Monat kriegst du kostenlos, da kriegst du quasi so einen Coupon, kannst dir eins kostenlos holen, und das ist halt ganz geil, und die anderen sind halt günstiger, aber ich hole mir das jetzt gar nicht. Habe ich mir tatsächlich, das war nämlich auch der Grund, weswegen ich Audible vorher immer einfach so für mich persönlich immer scheiße fand, obwohl es jetzt eigentlich ein guter Service ist für Hörbücher, aber weil die tatsächlich die Dreistigkeit besessen haben, die geilsten Hörbücher, Harry Potter, neu einlesen zu lassen von irgend so einem anderen Typen. Naja, okay, Felix irgendwas heißt der hat es auch, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Aber wie können sie sich ja dreisten, Rufus Beck zu ersetzen? Das wäre eine Frechheit. Absolute Frechheit. Aber jetzt haben sie endlich auch die Rufus Beck-Version und da habe ich mir gedacht, okay, geil, und jetzt habe ich nochmal der Stein der Weisen geholt. Und das ist absolute Nostalgie. So krass, wenn ich das in der Bahn oder so nochmal höre, es ist so nostalgisch. Und da fühlt man sich wieder wie ein kleiner Junge. Das ist sehr geil. Und auch zum Einschlafen halt Premium. So, und ich glaube, ich würde sagen, wir reden jetzt schon sehr lange für diesen Abschnitt vor allem. Wir beenden das jetzt mal, sonst wird der Cast wieder zu lang. Okay. Schön. Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit. Wollen wir noch Lieder machen? Ich hätte noch ein Lied. Ja, machen wir gleich ganz am Ende. Okay. Ich habe auch noch. Genau, eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch, weil wir vorher wahrscheinlich keinen mehr machen werden. Ja. Und besinnliche Tage, sagt man ja. Das stimmt. Schön. Ganz toll. Okay, dann hau mal deinen Songwunsch raus. Okay, mein Songwunsch ist Just Give in Klammern Midichlorify von Oral Nords. Und erstens ist das Lied super und zweitens ist es aus der 5. Episode, dürfte es glaube ich sein, von ihrer Star Wars Resynchronisation, die mal wieder meines Erachtens Giants. Super Laser geil Giants. Ist. Und die sich auch jeder unbedingt ansehen sollte. Aber das Lied ist auch ziemlich geil. Ist relativ cool. Vor allem, ich krieg dieses nicht aus dem Kopf, immer wenn ich Oral Notes höre, kommt sofort wieder das Video, das sagt, Giants, Laser Giants, zurück in den Kopf, sofort. Das ist irgendwie, keine Ahnung, einfach krass. Das ist ein ziemlich cooler Channel, auf jeden Fall. Ja. Gut, was nehme ich denn jetzt hier? Okay, wenn ihr jetzt euren Weihnachtseinkauf machen werdet, früher oder später, außer bestellt, so wie ich, auch einige Sachen bei Amazon, und euch in den Trubel begebt, der in den Weihnachtstagen in jeder Innenstadt herrscht, dann könnt ihr auch gut folgendes Lied hören, aber am besten in der Akustikversion, ja, Passenger, war ich letztens übrigens auch endlich mal auf dem Konzert, Premium, cooler Typ, der Mike, und dann hört ihr euch mal schön Whispers an,
ist ziemlich cool. Geht darum, dass, keine Ahnung, sehr viel, wenn die ganze Welt laut ist und alles um einen herum Stress und du musst abliefern und einfach nur hier, ne? Krass. einfach der eine will besser als der andere sein und überhaupt shit. Und du dann einfach mal auch gerne wieder auf die kleinen Dinge achten möchtest. Ja, wenn du so ein Idealist bist wie ich, dann hör dir das an. Ziemlich cool. Okay. Ja, geil. Okay, ansonsten war es das, denke ich mal, von uns. Ja. Ja, haut rein. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Ausgabe des Latecast. Und obwohl haben wir nicht eh eine automatische... Wir haben eine coole Zwischenbitch. Ja, okay, Zwischenbitch, los! Aber haben wir auch eine Outro-Bitch? Das ist jetzt die Frage. Dachte schon, oder? Haben wir nicht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Schon wieder so lange her. Gut, ja, das war auf jeden Fall das. Ja. Und sonst gebt euch nochmal die sicken Tunes. Ja. Genau. Ja. Okay, haut rein. Servus. Latecast. Ganz schön sick.